Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es das Review zum Devolo Gigagate. Ist er schneller als Netgear Orbi und was sind die Vor- bzw. Nachteile gegenüber den Orbi-Produkten? Diese Fragen und noch viele mehr wollen wir nach dem Intro aufklären. Viel Spaß! Boom, hier ist er. Und bevor wieder alle schreien, dass ich einen 215 Euro teuren Router mit einem 300 Euro Router vergleiche, möchte ich euch klar machen, dass der Preisunterschied nicht wirklich groß ist. Hier aber schon mal ein kleiner Spoiler. Ich würde 85 Euro mehr ausgeben. Warum ich das machen würde, das klären wir jetzt. Beginnen wollen wir mit dem Aussehen und jedem ist sofort klar, dass der Punkt hier an Netgear Orbi geht. Dieser sieht einfach stylischer aus, außerdem befindet sich ein LED-Ring auf der Oberseite des Orbi. Das Aussehen kann aber völlig egal sein, wenn ihr den Router nicht auf dem Tisch stehen habt, sondern irgendwo, wo man ihn nicht sieht. Der Orbi-Router ist leider sehr groß. Der Gigagate ist viel kleiner und somit geht der Punkt in Sachen Größe an Devolo. Der Gigagate hat an der Basis nur einen LAN-Eingang. Leider hat sie keine LAN-Ausgänge. Punkt hier also für Netgear. Dafür hat Devolo am Satellit 4 LAN-Ausgänge. Das finde ich mega geil. Heißt also, dass ihr die Basis einfach nur auch an eurem Router anschließt und den Satellit stellt ihr dann da auf, wo ihr LAN und WLAN braucht. Wenn ihr einfach nur eure PS4, euren PC oder Laptop daran anschließt, ist das gar kein Problem. Wenn ihr aber ein iPad, zwei Smartphones, ein MacBook und einen PC und noch mehr mit dem Gigagate verbunden habt, dann geht die Linie der Geschwindigkeitsstatistik echt mal bis in den Keller. Ach je, wenn doch endlich mal jeder eine Downloadgeschwindigkeit von 400 hätte. Naja, vielleicht ist das ja in 10 Jahren der Fall. Im Grunde genommen unterscheiden sich aber beide Systeme. Ich habe hier die Orbi-Version mit einer Base und einem Satelliten ohne LAN-Anschlüsse. Heißt also, dass das System sich nur darum kümmert, dass ihr einen WLAN im ganzen Haus habt. Was gerade ja ziemlich Trend ist. Und nein, ich möchte kein Google Wifi. Gigagate kümmert sich auch um das WLAN und bietet als Zusatz noch 4 LAN-Ports. Vom Orbi-System gibt es übrigens auch eine Version, die auch 4 LAN-Ports hat. Diese ist dann aber wieder bedeutend teurer. Devolo ist aber im Preis echt gut. Devolo wirbt damit, dass der Router eine Geschwindigkeit von 2 Gigabit die Sekunde schafft. Komisch, warum ist der Gigagate dann langsamer als Netgear Orbi? Verstehe ich irgendwie nicht. Unter den gleichen Bedingungen habe ich die Geschwindigkeit beider Router verglichen und hier ist das Ergebnis. Der Netgear Orbi kann mich mit einer Downloadgeschwindigkeit von 53 Megabit die Sekunde zufriedenstellen. Und der Gigagate ist mit einer Geschwindigkeit von 39 MB die Sekunde langsamer. What the fuck? 35 wäre echt das Limit für mich. Weniger darf es nicht sein, sonst stufe ich das Teil als zu langsam ein. Gibt es noch viel zu sagen? Ich glaube nicht. Zwar ist der Gigagate etwas langsamer als das Netgear Orbi-System, dafür aber kleiner und man hat 4 LAN-Ports. Außerdem ist das Gigagate-System günstiger und leichter zu bekommen. Mein Fazit, die Preis-Leistung stimmt, die LAN-Ports sind sehr nützlich. Natürlich kann es bei jemand anderem auch sein, dass die beiden Systeme gleich schnell sind. In meinem Test war es aber nicht der Fall. Außerdem hat sich letzte Woche der Preis reduziert. Ich kann euch aber nicht versprechen, ob der Preis so bleibt oder vielleicht nochmal steigt. Die Links zu beiden Produkten findet ihr unter dem Video. Wenn ihr meine Videos früher sehen wollt, dann schaut auf WeView vorbei. Link ist unten in der Beschreibung und in der Endcard. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin könnt ihr gerne mal meine anderen Videos schauen. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.